Freunde, ich habe als Kind viele nützliche Dinge gelernt. Zum Beispiel, dass 2 mal 3 gleich 4 ist. Und 3 macht 9. Und dass man eigentlich Plutimikation überhaupt gar nicht braucht, um glücklich durchs Leben zu kommen. Von wem habe ich all diese Weisheiten? Richtig, von Pippi Langstrumpf. Es ist das Jahr 1945, als Astrid Lindgren ihre erste Geschichte über das starke Mädchen mit den roten Zöpfen veröffentlicht. Den Namen Pippi Langstrumpf hat sie sich damals gar nicht selbst ausgedacht, sondern ihre damals 7-jährige Tochter. Mit der Geschichte nahm Astrid Lindgren an einem Wettbewerb ihres späteren Verlages teil, der das Buch daraufhin veröffentlichte. Der Rest der Geschichte ist bekannt. Pippi Langstrumpf wurde so unfassbar erfolgreich, dass die Bücher in 77 Sprachen übersetzt und weltweit 66 Millionen Mal verkauft wurden. 24 Jahre nach der Erstveröffentlichung, im Jahr 1969, erschien dann die Verfilmung der Pippi Langstrumpf-Bücher mit Hauptdarstellerin Inger Nilsson. Heute werde ich mir und vielleicht auch euch einen ganz besonderen Kindheitstraum erfüllen. Wir gucken uns nämlich heute die berühmten Drehorte dieser berühmten Kinderserie an und mal schauen, was sich in der Welt von Pippi Langstrumpf in den vergangenen 54 Jahren so verändert hat. Bevor wir mit dem heutigen Video starten, zunächst ein Dank an unseren Sponsor, der dieses Video, der diesen Ausflug hier möglich gemacht hat. Und das ist heute CyberGhost VPN. Wenn ich auf Reisen gehe, zum Beispiel nach Schweden, dann gibt es so ein paar Dinge, die auf dieser Reise einfach nicht fehlen dürfen. Frische Unterwäsche zum Beispiel, eine Kamera, ein Smartphone und eine VPN-Verbindung. Ihr wisst nicht, was das ist? Dann solltet ihr jetzt mal sehr gut aufpassen. Ein VPN, ein sogenanntes Virtual Private Network, hilft euch, deutlich sicherer im Netz zu surfen. Und das ist insbesondere auf Reisen ziemlich wichtig. Ihr wisst ja, ich bin andauernd in Hotelzimmern unterwegs und logge mich dann dort ins WLAN ein. Und diese WLAN-Netze sind so unfassbar unsicher, dass es für Kriminelle ein Kinderspiel ist, dort eure Daten abzufangen und sich in eure Online-Accounts reinzumogeln. Was kann man also dagegen tun? Nun, man schaltet einfach CyberGhost VPN dazwischen. Mit nur einem Klick wird dann eure IP-Adresse verborgen, eure Daten verschlüsselt und der gesamte Datenverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel geleitet, sodass ihr sicher und anonym surfen könnt. Und wer auch immer euch was Böses will, steht damit vor verschlossenen Türen. Wichtige Grundregel daher, in offenen WLAN-Netzen immer mit VPN surfen. CyberGhost VPN hat eine sehr benutzerfreundliche Oberfläche und die App schützt nicht nur euer digitales Leben, sie hat auch noch ein paar andere Vorteile. Zum Beispiel könnt ihr mit CyberGhost VPN Filme, Serien oder Websites anschauen, die in eurem Heimatland oder eurem Reiseland nicht verfügbar sind. Das funktioniert ganz einfach, indem ihr in der App euren virtuellen Standort ändert. CyberGhost VPN hat über 9000 Server in über 90 Ländern. Die App ist für alle Geräte verfügbar, von Smartphones über Desktop-Computer bis hin zu Laptops, Tablets, Router, Smart-TVs und sogar Spielekonsolen. Ein einzelnes Abo kann auf 7 Geräten gleichzeitig verwendet werden. Wenn ihr CyberGhost VPN auch einmal ausprobieren möchtet, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Klickt einfach mal unten den Link in der Videobeschreibung, dann bekommt ihr nicht nur 83% Rabatt, sondern auch noch 4 Monate kostenlos obendrauf. Und da CyberGhost VPN eine 45 Tage Geld-Zurück-Garantie hat, ist dieses Angebot auch noch vollkommen risikofrei. Vielen Dank an CyberGhost VPN für die Unterstützung dieses Videos und jetzt geht's los mit unserer Drehorttour in Schweden. Freunde, herzlich willkommen aus meinem kleinen Cottage auf der Insel Gotland. Ja, ihr habt das in meinem letzten Video schon gesehen. Ich bin hier letzte Nacht hingefahren mit der Fähre für 3 Stunden und bin hier mitten in der Nacht angekommen. Habe mich jetzt hier in so einem kleinen Ferienpark eingemietet mit einem eigenen Cottage. Das ist eigentlich ganz süß, ist auch direkt am Wasser, also wirklich, wirklich schön idyllisch. Ja, und das habe ich natürlich nicht ohne Grund gemacht. Hier auf der Insel Gotland wurden nämlich die allermeisten Szenen aus der Serie und aus den Filmen von Pippi Langstrumpf gedreht. Und zwar an unterschiedlichen Orten. Wir werden hier unter anderem finden die berühmte Villa Kunterbunt,
Dieses Thema ist allerdings ein kleines bisschen komplizierter und die Villa sieht auch nicht mehr ganz so aus, wie ihr sie vielleicht damals in den Filmen kanntet. Dazu später mehr. Heute gucken wir uns erstmal ein paar andere Orte an, und zwar die Stadtszenen, die in Pippi Langstrumpf eine riesig große Rolle spielen. Also immer da, wo Tommy und Annika durch die Straßen laufen oder Pippi mit ihrem Pferd durch die Gassen reitet. All das wurde damals in der schwedischen Stadt Visby gedreht. Und ich würde sagen, das ist unser erstes Ausflugsziel für heute. Und da fahre ich jetzt mal hin. Ja, und da sind wir angekommen. In Visby. Ja, und ich habe mir gedacht, wir beginnen unsere kleine Drehorttour mal genauso, wie auch die Geschichte von Pippi Langstrumpf beginnt. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, Pippi reitet ja ganz am Anfang mit ihrem Pferd in die Stadt und zieht dann in die Villa Kunterbunt. Und in der allerersten Szene reitet sie an einer großen historischen Stadtmauer vorbei und reitet dann durch ein Stadttor. Ja, und dreimal dürft ihr raten, was ich gefunden habe. Ja, ich hoffe, ihr könnt euch noch daran erinnern, das hier ist sie, die allererste Szene, in der wir in den Pippi Langstrumpf-Filmen unsere Hauptprotagonistin kennenlernen. Pippi Langstrumpf, das Mädchen mit den zwei Zöpfen, das kuriose Mädchen, das auf einem Pferd in die Stadt reitet. Ja, und wie ihr seht, das wurde alles von hier gefilmt. Direkt auf dieser schönen grünen Wiese hier, vor dieser wunderschönen historischen Stadtmauer der Stadt Visby. Dieses historische Bauwerk ist nicht irgendein historisches Bauwerk. Diese Stadtmauer in Visby gehört tatsächlich zu den am besten erhaltenen Stadtbefestigungen in Europa. Hier hat man in den vergangenen Jahrhunderten wirklich eine ganze Menge getan, damit das hier erhalten bleibt. Und es hat geklappt. Das sieht hier alles tatsächlich immer noch exakt so aus wie damals in den Pippi Langstrumpf-Filmen. Ganz interessanter Fun Fact nebenbei vielleicht noch, diese Stadtbefestigung, aber auch die Stadt Visby dahinter, hat eine gewisse Verbindung zu Deutschland, denn die Stadt Lübeck hat Visby im Jahre 1525 angegriffen. Hintergrund war ein Handelskonflikt, der mit der Hanse zu tun hatte. Dabei wurde diese Stadtbefestigung tatsächlich auch zum Teil zerstört und auch das, was dahinter liegt, auch Teile der Innenstadt von Visby wurden damals bei diesem Konflikt, bei diesem Angriff von Lübeck zerstört. Was wir hier in den Filmszenen von Pippi Langstrumpf sehen, aber eben auch in der Realität, sind diese Wachtürme hier mit diesen Einkerbungen oben, wo man durchgucken konnte. Die sind tatsächlich ein bisschen jünger, die wurden erst später auf die Stadtmauer draufgebaut, um eben zu verhindern, dass nicht wieder irgendwelche Feinde ankommen. Ja, von hier oben hatte man dann natürlich sofort einen super Blick auf alles, was um Visby herum liegt. Gut, aber halten wir uns mal nicht allzu lange mit einer großen grünen Wiese und mit einer Stadtmauer auf. Ich würde sagen, es ist Zeit, wir gehen mal rein in die Altstadt von Visby. Schön wäre es gewesen, ich bin gerade durch dieses wunderschöne historische Stadttor gelaufen und dachte, das wäre auch das Stadttor, durch das Pippi Langstrumpf geritten ist. Ist aber nicht so. Es ist offenbar das Stadttor, was ein paar Meter in die Richtung liegt. Ja, schauen wir mal. Ja, und das hier ist es, das berühmte Stadttor, durch das Pippi Langstrumpf ganz am Anfang des Films reitet und dann auf dem schnellsten Wege zur Villa Kunterbunt aufbricht. All das wurde von genau dieser Stelle gefilmt. Und genauso wie das Stadttor von außen ganz wunderbar erhalten wurde, wurde es natürlich auch von innen erhalten. Schaut mal hier, das sieht einfach immer noch exakt so aus wie damals vor 54 Jahren. Wir sehen diesen Torbogen, wir sehen darüber so kleine Löcher. Hier allerdings ist auffällig, dass dieses rechte Loch da, schaut mal da, das ist so ein kleines bisschen zerstört, oder? Da ist irgendwas passiert in den vergangenen
54 Jahren. Es sieht nicht mehr ganz so aus wie damals. Wir sehen aber hier ganz gut, dass sich an der Umgebung ansonsten überhaupt nichts geändert hat. Schaut mal hier, wir können selbst auf dieser Filmszene sehen, dass hinten im Hintergrund diese grüne Wiese, auf der ich da gerade gestanden habe, auch damals schon so ausgesehen hat, wie sie heute ausgesehen hat. Wir sehen da so kleine Trampelpfade, die sind auch heute noch da. Wir sehen diese kleinen Büsche, also da scheint sich am Areal wirklich überhaupt nichts geändert zu haben. Und auch vor der Stadtmauer hat sich nicht viel geändert. Man hat sich hier keine Mühe gegeben, das hier zu pflastern oder irgendwie sowas in den vergangenen 54 Jahren. Nein, das ist immer noch ein wunderschöner, kleiner, idyllischer Trampelpfad, der hier an dieser Stelle in die Stadt reinführt. Was sich ein kleines bisschen verändert hat, ist dieser Zaun und dieser kleine Schuppen oder was das da ist auf der linken Seite. Der sieht so ein kleines bisschen anders aus heute und hat auch eine andere Farbe. Und auf der rechten Seite befindet sich heute ein Parkplatz, was ein kleines bisschen kurios wirkt. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet dort ein Parkplatz hingemacht worden ist. Das ist aber hier irgendwie in Visby so, in der Altstadt, da gibt es an jeder kleinen Ecke immer so kleine Parkmöglichkeiten, die aber, muss ich auch dazu sagen, überhaupt nicht nötig sind. Also man kann wirklich außerhalb des Stadtzentrums ganz wunderbar parken und dann eben über diese Wiese hier in die Stadt hineinlaufen. Alles überhaupt gar kein Problem. Aber gut, hier wäre auch ein Parkplatz, wenn ihr bis ganz vor die Tür fahren wollt. Die Kamera schwenkt nach rechts und hier sehen wir dann Pippi in die Stadt reiten und wir sehen zum ersten Mal ein bisschen mehr von Visby. Und was wir hier sehen ist, es sieht einfach immer noch alles exakt so aus wie damals. Und das hat auch einen Grund, Visby ist denkmalgeschützt und noch dazu Welterbe der UNESCO. Das heißt, man kann hier gar nicht so viel verändern und das ist auch gut so, denn so können auch wir uns noch viel besser in die Welt von Pippi Langstrumpf reinträumen, wie sie damals schon vor 54 Jahren gewesen ist. Wir sehen hier ein kleines Häuschen auf der rechten Seite, ein weißes Häuschen, was immer noch da ist. Ein pinkes Häuschen direkt dahinter, was immer noch da ist. Genauso wie die ganze Straße dahinter. Hier sieht einfach alles noch exakt so aus wie damals. Wir sehen hier auf der rechten Seite wieder einen Teil unserer Stadtmauer. Wir sehen ein Häuschen auf der linken Seite und ein Parkplatz, ja, da haben wir es schon wieder. Der war damals noch nicht da oder man konnte hier einfach parken, wie man wollte. Selbst die Laterne, schaut mal da links, die sieht immer noch exakt so aus wie damals auf der Filmszene. Also hier ist komplett die Zeit stehen geblieben. Das Einzige, was sich ein bisschen verändert hat, ist dieser Zaun auf der rechten Seite, der uns eben schon aufgefallen ist. Der wurde offenbar in den vergangenen 54 Jahren mal neu gemacht. Der Vollständigkeit halber, diese Szene ist auch noch ein paar Mal in späteren Pippi Langstrumpf-Folgen zu sehen, zum Beispiel in dieser hier. Tommy, Annika und Pippi machen einen Ausflug oder reißen aus oder gehen auf die Walz. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, ehrlich gesagt. Auch hier sehen wir nochmal sehr gut, dass sich hier praktisch überhaupt gar nichts verändert hat. Interessant ist dieser Baum, der im Hintergrund zu sehen ist, hinter dem Zaun. Hier in Visby blühen so ganz tolle, wunderbare Bäumchen mit ganz tollen Farben. Als jemand, der sich mit Botanik leider nicht so richtig gut auskennt, weiß leider gar nicht genau, was das für Bäumchen sind, aber hier blüht es wirklich an jeder Ecke, es ist wirklich ganz, ganz wunderbar. Das hat man damals auch schon in den Filmen gesehen. Ja, und hier dann nochmal ein Schwenk nach rechts. Unsere drei Freunde reiten auf dem Pferd kleiner Onkel aus Visby heraus und dann sehen wir noch einmal unser wunderschönes Stadttor. Ja, das war das berühmte Tor und nur wenige Meter neben diesem berühmten Tor, ganz versteckt in einer kleinen Gasse, nämlich da, finden wir auch schon die nächste Szene. Keine besonders wichtige Szene, aber sie ist auch ganz am Anfang des Films zu sehen. Und zwar, wo Annika und Tommy durch so eine Gasse rennen und da ist so ein großer Stiefel zu sehen vom Schuhmacher. Ja, das müsste da irgendwo sein. Schauen wir mal. Ja, und das hier ist die Szene, die ich meine. Tommy und Annika laufen ganz am Anfang des Films einmal kreuz und quer durch die Gassen von Visby. Ich glaube, sie sind auf dem Weg zur Schule. Unter anderem laufen sie durch diese Gasse hier. Und auch hier sehen wir nochmal ganz wunderbar, wie schön Visby erhalten worden ist. Die Häuser haben inzwischen einen etwas anderen Anstrich. Das Haus auf der linken Seite zum Beispiel ist heute rot und nicht mehr grau. Wir sehen aber, alle Häuser sind immer noch da, die auch damals schon da gewesen sind. Unter anderem dieses Häuschen ganz hinten mit dem großen Schornstein. Und auch dieses wunderschöne kleine Holzhäuschen auf der linken Seite, was damals noch ein bisschen mehr mit
Grünzeug bewachsen war. Und auch hier sehen wir nochmal ganz gut, dass offenbar die Innenstadt von Visby damals ein bisschen anders gepflastert worden ist. Heute ist hier so ein kopfsteinpflasterartiger Belag, aber ganz flach, also nicht huckelig oder so. Und damals war das hier einfach so ganz normaler Asphalt irgendwie. Also es sieht heute fast schon ein kleines bisschen schöner aus als damals. Hat man auch nicht so oft, oder? Ja, und ihr könnt euch vielleicht noch dran erinnern, die beiden laufen in dieser Szene auch an einem Schuhmacher vorbei. Zumindest soll das wahrscheinlich dieser goldene Schuh hier darstellen. Ja, den hat man da natürlich einfach nur so hingehängt. Hier war vermutlich damals kein Schuhmacher. So sieht das Ganze hier heute in der Realität aus. Damit sind wir angekommen an der historischen Kirche von Visby. Spielt in den Pippi-Langstrumpf-Erzählungen keine unfassbar große Rolle. Dennoch wurden hier rund um die Kirche eine Menge Szenen gefilmt. Unter anderem befindet sich dort der Ort, wo Pippi das Fahrrad ohne Räder entsorgt, nachdem sie damit gestürzt ist. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern. Aber es sind noch ein paar mehr Szenen hier gefilmt worden und die gucken wir uns jetzt an. Ja, in dieser Szene haben wir einen sehr schönen Blick auf die Skyline von Visby. Da laufen Tommy und Annika und Pippi mit dem ganzen Schrott vor der Skyline von Visby herum. Und ja, Rolf Dieter, ich weiß, du brauchst keinen wütenden Kommentar schreiben. Ich weiß, du sitzt schon dran. Ich weiß, dass meine Reproduktion des Ganzen hier nicht ganz perfekt aussieht. Hier ist einfach so viel Gestrüpp und ich kriege diese Szene nicht hundertprozentig nachgestellt, wie sie im Film zu sehen ist. Nichtsdestotrotz, Rolf Dieter, kann man auch so ganz gut erkennen, dass die Skyline im Hintergrund immer noch dieselbe ist, wie sie auch im Film zu sehen ist. Wir sehen hier auf der rechten Seite dieses Haus mit den vielen Fenstern oben im Dach. Das ist auch heute noch hier, genauso wie die Häuser drumherum. Und ich habe sogar ein kleines bisschen das Gefühl, dass Visby ein kleines bisschen grüner sogar noch geworden ist. Selbst hier direkt vor mir steht jetzt ein großer Busch, der damals offenbar noch gar nicht da war. Die Kamera schwenkt ein bisschen nach rechts. Hier sehen wir die drei, wie sie dieses kaputte Fahrrad abladen und in so eine Holzkiste schmeißen. Keine Ahnung, was diese Holzkiste da eigentlich soll. Hier ist kein Müllablageplatz eigentlich. Wie auch immer, wir sehen hier nochmal ein bisschen mehr von der Altstadt von Visby im Hintergrund. Unter anderem sehen wir hier zwei besondere historische Gebäude. Auf der linken Seite sehen wir hier und auch im Film die Ruine der Heilig-Geist-Kirche. Und auf der rechten Seite sehen wir hier und auch im Film die Ruine der Nikolai-Kirche. Ja, und wenn wir dann noch ein weiteres Mal nach rechts schwenken, dann sehen wir, dass sich an dieser Ruine der Nikolaikirche sogar ein bisschen was getan hat. Wir sehen nämlich hier auf meiner Aufnahme, diese Kirche hat so wellige Dächer oben. Ich vermute mal, dass man die für Besucher dahin gebaut hat, irgendwie, oder um das irgendwie zusammenzuhalten. Schwierig zu sagen. Wir sehen aber, dass die irgendwie auf der Aufnahme bei Pippi Langstrumpf noch nicht da sind. Und es sieht auch irgendwie sehr viel grüner aus auf diesem Dach da. Also irgendwas hat man an dieser Ruine in den vergangenen 54 Jahren mal gemacht. Die sieht doch ein kleines bisschen anders aus. Ansonsten sieht das hier aber immer noch so aus wie damals. Sogar dieser Baum da auf der linken Seite ist noch da. Ist ein bisschen größer geworden seither. Ja, und es ist ein kleines bisschen mehr Grün da. Wie gesagt, dieser Busch auf der linken Seite ist jetzt hier. Der war damals noch nicht da. Okay, das war die Fahrradszene. Und jetzt laufen wir mal wieder zurück zur Kirche. Denn dort werden wir noch eine weitere Szene finden, die hier an der Kirche am Dom zu Visby gedreht worden ist. Und zwar könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern an die Folge, wo Tommy und Annika mit Pippi auf Reisen sind. Und dann wird ihre Kleidung von Kühen gefressen. Und sie müssen als Waisenkinder in Säcken in der Stadt musizieren. Ja, und eine dieser Szenen, wo Tommy und Annika in Säcken unterwegs sind, wurde auch hier an dieser Kirche gedreht. Und zwar hier sitzen sie vor so einem Baum. Im Hintergrund ist die Skyline Visbys zu sehen und auch der Dom auf der linken Seite. Das ist auch alles heute noch so. Allerdings ist der Baum weg. Ja, der fehlt an diesem Platz. Da ist kein Baum mehr. Der musste wahrscheinlich in den vergangenen 54 Jahren mal irgendwann gefällt werden oder ist von alleine umgestürzt oder so. Der ist nicht mehr da. Wir können dabei noch ganz gut erkennen, dass das hier die Szene gewesen ist. Denn wir sehen auf der linken Seite den Dom. Wir sehen hinten im Hintergrund so einen Schornstein, den man in der Serie sieht und den man auch in der Realität noch sieht. Ja, und die schöne Stadt Visby im Hintergrund und ganz hinten das Meer.
Und hier eine letzte Szene, die an der Kirche gedreht worden ist. Diese lange Kirchtreppe hier spielt eine Rolle in den Filmen und der Serie. Da laufen Tommy, Annika und Pippi runter, nachdem sie sich mit Donna Karlsson und Blom, den beiden Gaunern, unterhalten haben, die hier in der Nähe musizieren. Auch hier sehen wir alles ganz wunderbar erhalten. Schaut euch mal diesen wunderbaren Ausblick an. Bevor Pippi und ihre Freunde die Kirchtreppe runterlaufen, gibt es noch eine andere Szene, unmittelbar davor. Und zwar könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, da versuchen die beiden Gauner, sich als Musikanten zu tarnen. Sie sitzen dann auf so einer kleinen Treppe. Und ja, ich habe diese Szene irgendwie in der Vorrecherche nicht so richtig herausgefunden. Google Maps hat mir da irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Unser Vorteil ist allerdings, dass diese Serie offenbar völlig chronologisch gedreht worden ist. Dort laufen die drei die Kirchentreppe runter und hier befindet sich tatsächlich die Treppe. Hier sind sie, unsere beiden sympathischen Gangster, Donna Karlsson und Blom. Sie sitzen bzw. stehen vor dieser Treppe hier, ja, und das wurde hier gefilmt. An dieser Stelle vielleicht Zeit für einen kurzen Fun-Fact. Pippi Langstrumpf ist ja als schwedische Serie bekannt. Tatsächlich war Pippi Langstrumpf aber eigentlich eine schwedisch-deutsche Koproduktion des schwedischen und des deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehens, der ARD. Und deswegen spielen in dieser Serie und den Filmen auch ein paar deutsche Schauspieler mit. Eine davon ist zum Beispiel Margot Troger, die Fräulein Prüsselise gespielt hat. Nein, Fräulein Prüsselise ist keine schwedische Schauspielerin, sondern tatsächlich eine Deutsche. Und dazu gehört auch Hans Klarin, der den Donna Karlsson gespielt hat. Hans Klarin kennt ihr vielleicht zum Beispiel auch als Synchronsprecher von Pumuckl. Das ist der junge Mann, den ihr hier im Bild seht. Ja, und in dieser Szene versucht sich Hans Klarin eben mit seinem Kollegen als Musiker, funktioniert aber nur so lange, bis Kling und Klang die beiden Polizisten kommen und sie entdecken. Hier sehen wir den ganzen Spaß nochmal aus einer anderen Perspektive. Die beiden Gauner stehen vor diesem Häuschen und leiern mit ihrem Leierkasten, als gäbe es keinen Morgen. Ja, das wurde von hier gefilmt. Das Häuschen im Hintergrund sieht immer noch exakt so aus wie damals. Auch das Häuschen auf der linken Seite sieht immer noch exakt so aus wie damals. Was wir hier eben auch wieder sehen können, wie im restlichen Stadtzentrum von Visby. Die Straße wurde irgendwann mal neu gepflastert. Das sieht heute ein kleines bisschen anders aus. Diese kleine Treppe hier spielt auch noch in einer anderen Szene von Pippi Langstrumpf eine Rolle. Und zwar da, wo Pippi die Medizin mixt und dann verschüttet. Ich glaube, so ungefähr war es. Ja, auch das wurde hier auf dieser Treppe gedreht. Da sehen wir Tommy mit seinem Schaufensterpuppenarm. Genau, was wir sehen ist, dass hier offenbar ein Geländer fehlt inzwischen, dieser Treppe. Die hatte damals im Film noch auf der linken Seite so ein Geländer. Das ist heute nicht mehr da. Ansonsten sieht sie aber genauso aus wie damals, nur dass die Medizin fehlt. So, hier sind jetzt nun Kling und Klang im Anmarsch, um die beiden Gangster zu fangen. In dieser Szene haben wir jetzt nochmal einen schönen Blick auf diese Straße und wir sehen, dass sich hier auch durchaus ein bisschen was verändert hat. Hier neben dem kleinen Holzhaus auf der linken Seite, da war früher rechts mal ein bisschen was anderes. Da war damals so eine Steinmauer mit so einem Durchgang und ganz viel Grün. Heute ist dort nur noch ein Holzzaun, aber dafür ein ziemlich groß gewachsener Baum. Sieht ein bisschen anders aus. Der Rest der Straße allerdings ist offenbar genauso erhalten geblieben. Donna Karlsson und Blom lassen ihren Dudelkasten fallen und laufen in diese Gasse hinein, gefolgt von Kling und Klang. Das wurde von hier gefilmt. Auch in dieser Gasse sieht alles noch so aus wie damals. Ein bisschen mehr Grünzeug war hier damals links und rechts an den Wänden. Ansonsten sieht das aber genauso aus wie damals vor 54 Jahren. Und hier dann nochmal der Gegenschuss. Donna Karlsson und Blom laufen durch die Gasse, das wurde von hier gefilmt. Und auch hier hat sich nicht viel verändert, nur dass dieser Zaun auf der rechten Seite damals noch rot gestrichen war, heute weiß. Pippi Langstrumpf kann Dinge tun, die wir alle nicht tun können. Zum Beispiel Fahrradfahren ohne Räder. Und das tut sie vorzugsweise auf dieser Straße hier. Das hier ist eine der ersten Szenen aus diesem Handlungsstrang. Pippi Langstrumpf und Tommy und Annika haben sich verloren. Und Tommy und Annika irren umher auf der Suche nach Nahrung. Sie haben großen Hunger und gucken dann hier durch so ein Fenster.
und sehen dann leckeres Essen, was sie sich aber nicht leisten können. Das wurde alles hier von dieser Stelle gefilmt. Auch hier können wir keine großartigen Entdeckungen machen, denn auch hier ist Visby ganz wunderbar erhalten geblieben. Nur die Farben haben sich ein kleines bisschen geändert. Hier rechts auf der rechten Seite sehen wir so einen grünen Verschlag. Das sieht heute alles ein kleines bisschen anders aus. Der Rest der Straße sieht aber immer noch so aus wie vor 54 Jahren. Hier sehen wir Tommy und Annika in Nahaufnahme. Sie stehen vor einem braunen Holzzaun und et voilà, auch in der Realität ist dieser Holzzaun immer noch da. Im Hintergrund ein weiterer wunderschöner blühender Baum. Es ist einfach so herrlich idyllisch hier. Man kann es nicht anders sagen. Und hier kommt die Szene, wo sich die drei endlich wiederfinden und in die Arme schließen. Pippi Langstrumpf fällt von ihrem Fahrrad ohne Räder, weil sie offenbar merkt, dass man damit eigentlich gar nicht fahren kann. Und dann finden sich die drei wieder und machen auf der Straße rund um das schrottreife Fahrrad einen kleinen Tanz und sie halten den kompletten Verkehr auf. Der Kutschfahrer muss warten, dieser Typ mit dieser Karre im Vordergrund muss warten. Tommy, Annika und Pippi, sie sind penetranter als die Klimakleber. Sie halten den kompletten Verkehr auf. Rundherum nur Schaulustige und alle sind angepisst ohne Ende. Ja, all das wurde hier auf dieser Straße gefilmt. Und auch hier sehen wir, man hat hier und da ein kleines bisschen was am Anstrich der Häuser gemacht. Aber auch diese Straße sieht einfach aus wie konserviert. Und das ist die letzte Szene, die ich euch von diesem Ort zeigen möchte. Die drei Klimakleber, die drei Schrott. Tänzer, die Aktivistengruppe der Schrotttänzer tanzt weiter auf der Straße. Alle Leute kommen aus ihren Häusern, was übrigens nicht sehr realitätsnah ist, denn schaut mal hier, was für ein kleines verschlafenes Örtchen Visby einfach ist. Da kommen keine Menschen aus den Häusern. Wie auch immer, das wurde aus dieser Perspektive hier gedreht. Dieses Häuschen im Hintergrund ist immer noch exakt dasselbe, wurde ein kleines bisschen renoviert und auch die Häuser auf der linken Seite sind immer noch erhalten geblieben. So Kinder, und jetzt räumen wir den Schrott hier mal weg, sonst wird der Papa sauer, ne? Freunde, ich habe eine schreckliche Entdeckung gemacht. Genau hier in dieser Straße ist es eben passiert. Ich habe ihn gesehen. Er war groß, er war grausam, er war hässlich. Es war ein riesengroßer Spunk. Ja, Leute. Das war's auch schon. Das war Teil 1 meiner großen Pippi Langstrumpf Drehorttour auf der Insel Gotland in Visby in Schweden. Und in 2 Wochen, da geht es auch schon weiter hier auf diesem Kanal, dann werden wir viele weitere bekannte Orte aus den Pippi Langstrumpf Filmen zusammen besuchen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann solltet ihr unbedingt jetzt mal hier auf Abonnieren drücken und am besten auch noch die Glocke, dann verpasst ihr nämlich kein weiteres Video. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, was ich heute gemacht habe. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Und ihr könnt auch meine Arbeit unterstützen, wenn ihr das wollt, zum Beispiel auf Patreon oder ihr werdet Kanalmitglied hier auf YouTube. Dann gibt es auch immer ein bisschen exklusive Inhalte für euch. Unter anderem verrate ich euch alle sämtliche Adressen der Drehorte, die ihr heute in diesem Video hier gesehen habt und die ihr auch in den kommenden Videos noch sehen werdet. Also, falls ihr diese Reise mal nachmachen wollt, dann könnte es sich lohnen, Patreon oder Kanalmitglied zu werden. Wenn euch das interessiert, schaut doch mal unten in der Videobeschreibung. So, das war es aber erstmal für heute. Wir sehen uns in 2 Wochen und bis dahin sage ich erstmal Tschüss und bis zur nächsten Reise.